Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich lasse das hier zu einer richtigen Session ausarten. Ja, das wissen wir schon. Beim letzten Mal haben wir Ilium erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube auch, wir sind schon in einem neuen System unterwegs gewesen, das wir auch komplett noch erkundet haben. Genau, und zwar im Schlund, glaube ich, oder? Wobei, nein, halt, wir waren im Minusödland. Stimmt, wir wollten ja hier die verlassene Mine untersuchen. Das machen wir jetzt. Das hatten wir beim letzten Mal nämlich noch gescannt. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war nämlich gestern Abend. Ja, ich setze gerade alles daran, Mass Effect 2 durchzuspielen. Nicht mit Gewalt, sondern wirklich, weil ich Lust habe. Und weil ein großes Projekt ins Haus steht, für das ich so viel wie möglich abschließen möchte, bis ich es starte. Weil ich mich dann voll darauf konzentrieren will und natürlich auch wieder auf andere Sachen. So, wir nehmen jetzt mal Miranda mit. Die haben wir uns ja beim letzten Mal ordentlich angelacht. Wen nehmen wir denn noch mit? Ach komm, nehmen wir Tali mit. Wir geben uns wieder mit heißen Mädels. So wie sich das eben gehört. Okay. Passt. Hier sieht es ja einladend aus. Oh. Ich glaube, ich zücke mal meine Schrotflinte. Ich glaube, diese Mine ist nicht umsonst verlassen. Credits. Immer gerne gesehen. Mir alles Mögliche damit zu kaufen. Also ich muss schon sagen, im Vergleich, ein Husk und tschüss. Ich muss schon sagen, im Vergleich zum ersten Teil haben sie hier echt nochmal richtige Meisterarbeit geleistet. Was einfach dieses Universum anbelangt, nochmal deutlich mit mehr Leben gefüllt mit Missionen. Wenn sie das hier lesen, sollten sie von hier abhauen, sofort. Immerhin konnte uns noch niemand diese Nachricht hinterlassen. Ich bin da wirklich froh drum, ehrlicherweise. Der zweite Teil, finde ich persönlich, ist der beste Teil. Der dritte ist auch gut. Das werdet ihr ja dann auch sehen, weil ich werde ihn ja spielen, den dritten. Aber ich werde ihn ja spielen. Aber wie gesagt, ich finde den zweiten einfach von dem gesamten Erkunden und alles und drum und dran finde ich einfach besser. So, ich frage mich jetzt. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich. Waffen bereit. Monster. Uah! Alter Schwede. Was für ein Battle hier. Dann gibt es die Möglichkeit, hier im Nahkampf anzugreifen. Was ich auch immer cool finde, ist, dass die Zeit angehalten wird, wenn man hackt. Ein sehr schönes Feature, wie ich finde. Okay. Also nur 4 Verschlüsselungen. Das Einzige, was mir hier fehlt, ist eine taktische Taschenlampe. Die gibt's im dritten Teil. Alle mal nach vorne sehen. Scheiße. Stimmt, ja. Die Kampfdrohne wäre jetzt gar nicht mehr so verkehrt. Jawohl, Shepherds Kampfschrei. Uah.
Alte Maschine entdeckt. Smithens Männer haben heute seine Art Alien-Maschine ausgegraben, habe so etwas noch nie gesehen, habe ein paar meiner Kontakte angerufen und herausgefunden, dass es dafür einen Markt gibt. Ein paar Typen vom Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus würden jede Menge Credits blechen, wenn sie das Ding in die Finger bekämen. Natürlich werde ich ihnen eine Chance geben, mich mit Kohle zu überschütten. Ein seltsames Leuchten. Cooper und Jorgensen sagen, sie hätten gesehen, wie das verdammte Alien-Ding geleuchtet hat. Ich gehe sicher nicht hin, nur um zu beweisen, dass sie Unrecht hatten. Ich kriege zu wenig Geld, um mich mit komischen Alien-Artefakten auszusetzen, obwohl ich zugeben muss, dass die Geräusche aus dem hinteren Zimmer sehr verlockend sind. Cooper, Jorgensen und den anderen geht's nicht so gut. Mir übrigens auch nicht. Ich bleibe hier in der Nähe der Maschine, da fühle ich mich besser. Ob ich zulassen soll, dass die Elanus-Typen sie mitnehmen? Es ist sicher besser, wenn sie hier bei uns bleiben. Mein Schatz! Jetzt wissen wir zumindest mal, was aus den Minenarbeitern geworden ist. Sie haben wahrscheinlich ein Reaper-Artefakt ausgegraben. Ich orte eine starke Alien-Signatur tief im Inneren der Mine. Das Gerät scheint die Quelle der Husks zu sein. Wenn sie es zerstören, würde das die Methoden wahrscheinlich beenden. Feinde vor uns! Wurde bereit. Du Heiliger! Wie gut, dass die Husks auf dem Schwierigkeitsgrad nicht so stark sind. Okay, ich glaube, die kommen hier unendlich nach, bis wir dieses Gerät zerstört haben. Scheiße, so viel zum Thema. Die Zeit wird angehalten. Erzieht euch mal. Alter Schwede, jetzt verzieht euch doch mal alle. Das ist ja Wahnsinn hier. So. So, das hätten wir noch geschafft. Was soll ich denn überhaupt machen? Erstmal Einigkeit einsetzen. Okay. Und tschüss. Besonderszusammenfassung: Indoktrinationsgerät der Reaper zerstört. Erfahrung erhalten, 125 Credits verdient, Iridium verdient, Bericht schließen. Eine unschöne Mission, alter Schwede, unendlich Husks. Ich hoffe mal, dass das nicht irgendwann mal gegen die Erde verwendet wird. Das könnte relativ ätzend ausgehen. Bei 11 Milliarden Menschen könnten da sehr viele Husks draus werden, wenn schon aus einer einfachen Mine gefühlt 50.000 jetzt rausgekommen sind. So. Damit sind wir jetzt aber hier fertig. Das bedeutet 100% im Minusödland. Das war's, oder?
Jetzt haben wir jedes Gebiet, das wir jetzt... Außer dem Viper-Nebel hier hinten. Das können wir eigentlich mal machen. Das ist diese Mission von Admiral Hackett. Jetzt schaue ich wirklich nochmal alles durch. Außenzone 100. Calliston Rift. Pylos-Nebel. Abgestürztes Schiff retten. Okay, das ist neu. Rosettennebel, Sigurds Wiege, Titannebel, Valhalla-Grenze, Sandurnebel, der Würgeschlund, genau, Halbmondnebel Ilium haben wir beim letzten Mal gemacht, Adernebel haben wir schon lange gemacht, diesmal Grenze, Minusödland. So, jetzt ist die Frage, Samara helfen auf Omega. Würde ich eigentlich schon ganz gerne. Wir helfen jetzt Samara. Oder wir fliegen in den Pylos-Nebel. Wir fliegen in den Pylos-Nebel, kommt. Samara können wir danach immer noch helfen. Aber hier, MSV Broken Arrow. Eieiei, und hier gibt es viel zu erkunden, wie ich sehe. Ah, aber wir haben keinen Sprit mehr. Dann wird erstmal nachgefüllt, ehe wir hier groß auf Erkundungstour gehen. Wir hatten auch schon mal mehr Geld. Aber gut, wir haben ja auch jetzt relativ viel in Waffen und Ausrüstung investiert. So, Nerif Satent. Oh, da hinten sehe ich ja noch ein System. Das habe ich erst überhaupt nicht gesehen. So, was haben wir denn hier? Boro! Eine junge Koloniewelt der Volus, endgültig besiedelt nach dem Widerstand gegen die Drohung von Terminus-Piraten. Letzter können den Planeten nämlich selbst nicht nutzen und haben vorgeschlagen, dass die Volus sie anheuern, um die Kolonie zu beschützen. Die Volus forderten daraufhin militärischen Schutz von ihren Verbündeten den Turianern an. Obwohl nach Volus-Standard unangenehm heiß, verfügt Boro über die seltene Kombination aus hohem Druck und Ammoniak-Atmosphäre, die die Volus benötigen. Der Aufbau der Kolonie schreitet rasch voran. Tja, nix für Menschen. Ammoniak ist nichts für uns zum Atmen. So, 40%. So, Raisaris. Was haben wir hier? Anidia ist ein kleiner Eisplanet von geringer Dichte mit lediglich 4% der Erdmasse. Scheint hauptsächlich aus Kohlenstoff und Wassereis zu bestehen, aber über die Jahrtausende hat sich die Exosphäre aus Krypton und Xenon gebildet. Die Gravitation von Anida würde zwar die sichere Landung eines Kreuzes zulassen, doch es gibt dafür eigentlich keinen echten Grund. Tja. Reskel, ein gewaltiger Gasgigant vom Typ heißer Jupiter, der in 4,5 Tagen einmal um den Stern Saturn rast. Wie die meisten Planeten dieses Typs hat er sich von seiner ursprünglichen Position im System vermutlich bei 0,3 AE nach innen bewegt. Reskel ist einer der wenigen Gasgiganten mit geringer Umlaufbahn, die zwischen der Sonne und der sonnenabgewandten Zeit zu deutlichen Temperaturunterschieden aufweisen in der Atmosphäre, dass das überhaupt noch existiert, dass der Planet überhaupt noch existiert, der ist ja quasi in der Sonne drin. Alter Schwede. Kreezeroy. Kreezeroy. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. So, was gibt's denn in Kreezeroy? Nicht wirklich viel. Geus. Uzin. Neidos. Er ist ziemlich kalt, obwohl er nahe an der Sonne ist. Okay, heißer Pol, kalter Pol, alles klar. So, das hier sieht doch interessant aus. Theonax. Die Oberfläche von Theonax ist mit Wasser-Ammoniak-Hydrat bedeckt, die von kryovulkanischen Prozessen stetig erneuert werden. Die Größe und Dichte des Planeten legen nahe, dass der Kern auch schwerere Elemente enthält und die Hitze im Inneren noch aus der Entstehungszeit des Systems herrührt. So, 80%, das heißt, wir haben noch irgendwas nicht. Ah, da hinten haben wir noch ein Planetchen. Tenoth. Oder Tenoth. Die Systeme sind jetzt, wo wir nicht mehr scannen, relativ schnell erkundet, ne? Ah, bitte, 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 bitte. Uiuiuiui, das war knapp. Das war sehr knapp. Bisschen zu knapp für meinen Geschmack. So, bisschen Sprit wieder reingetankt. Können wir noch nach Dirada fliegen. Schauen wir, was uns da erwartet. Auch ein relativ großes System. Vioresa. Sineos.
Seth. Siano, benannt nach einer alten Asari-Philosophin, die als Querdenkerin bekannt war, umkreist die Arda rückläufig. Er ist angeblich ein Objekt unbekannter Herkunft, das vor Millionen von Jahren in das System eingedrungen ist. Der äußere der beiden inneren Asteroidengürtel von Dirada sollte ein kleiner Planetoid gewesen sein, der dabei nach Siano zerstört wurde. Durch Siano. Siano besteht aus Gestein niedriger Dichte und seine Rotation ist an Dirada gebunden. Er ist immer dieselbe Halbkugel auf den Stern ausgerichtet. Es gibt Beweise für einen Gebäudekomplex im Norden der Sonne. Zugewandten Halbkugel, aber sie wurden durch Jahrtausend extremer Hitze und Strahlung nahezu beseitigt. Einige Bunker mit radioaktivem Abfall, anscheinend Nebenprodukte primitiver Kernspaltungen, wurden auf der anderen Seite entdeckt. Das heißt, das war vielleicht mal ein bewohnter Planet. Anomalie geortet. So, auf Carnalus haben wir eine Anomalie. Ist kleiner als die Erde, aber eine ungewöhnlich hohe Dichte. Die sehr aktive Plattentektonik deutet darauf hin, dass die Dichte von großen Mengen radioaktiven Materials im Kern herrührt. In Kombination mit der enorm hohen Rotationsgeschwindigkeit steigt die interne Temperatur des Planeten und es kommt zu vulkanischen Aktivitäten. Nach 2170 haben zwar einige Konzerne Erschließungsanalysen durchführen lassen, aber wegen der geologischen Instabilität des Planeten kam es zu keinen weiteren Schritten. Okay. Sonde gestartet. Das hört sich ja nach Hell gestern. Die Scanner haben etwas gefunden. So, Sensoren melden Wetteranomalien auf der Planetenoberfläche. Geth-Aktivitäten geortet. Erhöhte Vorsicht ist dann zu raten. Ja dann. Das hat sich nach Geth angehört. Helgast, das sind ja eigentlich die Nazis vom Killzone-Universum. Das sind ja lustigerweise wiederum Menschen. Killzone habe ich auch echt gerne gespielt früher auf der PS2. So, Miranda und jetzt hätte ich Thane mal gerne dabei. Was ist in der Tane so bewaffnet? Der kriegt erstmal einen Autostufenaufstieg. So. Präzisionsgewehr M29 Incisor. Und die Locust. Ja, das können wir ihm lassen. Das ist eigentlich ganz gut. Hallo? Ah. Alter, was hat denn er für eine geile Maske auf, hä? Okay. Jetzt schauen wir doch erstmal, wie wir hier navigieren können. Es gibt auf jeden Fall, unsere Navigation funktioniert, trotz des Nebels. Es gibt Deckungen. Okay, es gibt die Deckung nicht ohne Grund. Dieses Wetter. Wenn man das Wetter nennen kann. Kein Problem. Geht zum Ozean. Was hat denn Thane für Sprüche drauf, ey? Alter Schwede, wie soll man denn hier was finden? Okay, wir halten fest, hier gibt es sehr viel Palladium. Sehr, sehr viel Palladium. Weil so viel ist es ja eigentlich gar nicht mal.
Also ich muss mich jetzt gerade schon echt hart konzentrieren. Kommt der da nicht rüber, ey. Irgendwie ist fast jedes meiner Gruppenmitglieder biotisch begabt. Der Thane kann auch verbessertes Werfen und Warp. Nicht schlecht, hä? So, und was bringt das jetzt? Stufenaufstieg, Missionszusammenfassung, Gastechnologie zur Klimaveränderung beschafft. Okay, Schadensschutz. Cool. Credits, Palladium, Bericht schließen. Es gibt keine seriöse galaktische Partnervermittlung. Wer eine Romanze will, muss schon mit den Leuten reden. Verdammt. Ich hatte gehofft, ich könnte einfach irgendwie auf hotaliensex.weltall gehen und mir dann einfach so eine Sexpartnerin raussuchen. Tja, das war ein Satz mit X. So. Dane würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Ja, ich weiß, Dane würde immer gerne mit mir reden. Forschungsterminal, Panzerungsupgrades, Schadensschutz 5 von 5. Zack. 50% mehr auf die Schilde. Dann reden wir mit Dane, aber erst beim nächsten Mal, liebe Freunde, wenn es dann wieder heißt, Let's Play Mass Effect 2. Bis dahin, ciao, macht's gut, Leute.